Präsentiert das Gewehr!
Ihr könnt auch hier drauf.
Das Gewehr ab. Bataillon, rührt euch. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz recht herzlich und freue mich so sehr, dass so viele Menschen diesem Umzug hier beiwohnen. Ganz besonders begrüßen möchte ich natürlich meine Königin Lene und unseren König Niklas Sticke. Ich möchte nun auch die Gelegenheit ergreifen, den beiden zu danken, dass sie dieses Jahr erneut die Hauptpersonen unseres Schützenfestes sind. Sie, ihr, habt ja alle mitbekommen, dass es in diesem Schützenfestjahr für uns extrem schwierig war, einen König und eine Königin zu bekommen. Natürlich auch den dazugehörigen Hofstaat. Daher nochmal ein vielen, vielen Dank von mir an euch, dass es geklappt hat. Danke, Niklas. Natürlich möchte ich auch den gesamten Hofstaat begrüßen, die ich jetzt namentlich verlese. Und ich bitte nochmal kurz die Paare, wie auch gestern in Halle, vorzutreten, dass jeder mal sehen kann, wer dazugehört. Und ich vergesse auch diesmal nicht Louis. Finolte und Marion Eckel. Dennis Söte und Emily Fuller. Hendrik Rust und Anna-Lena Gievers. Anna-Lena Gievers. Louis Nolte und Rebecca Müller. Dominik Pöppe und Henrike Vornhold. Zum Schluss dann noch Christopher Blömecke und Stefanie Stickel. Auch den gerade genannten nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr wiederum dieses Jahr und das Schützenfest so aktiv mitgestaltet. Des Weiteren begrüße ich den Landrat Michael Sticke. Unser Pastor Bernd Götze und den Diakon Alfons Evers. Der Landrat Michael Stickeln wird auch gleich unsere Festansprache halten. Auch freue ich mich, meinen Vorgänger, den Ehrenobristen Johannes Becker und Klaus Reddemann, begrüßen zu dürfen. Weiterhin begrüße ich auch unseren Ehrenvorsitzenden Reinhard Becker. Auch begrüße ich natürlich die Alters- und Ehrenkampagne und ich freue mich, dass ihr so zahlreich angestreten seid. Schön, dass ihr da seid. Begrüßen möchte ich auch nochmal die vier Musikzüge aus Dössel, Rösebeck, Borgentreich und Großenneder. Weiterhin, wie Sie alle gemerkt haben, haben wir ganz viele Gäste eingeladen und die Gäste haben Abordnungen entsandt. Die Abordnungen kommen aus den Ortschaften Eißen, Großenneder, Dössel, Borgentreich, Bühne, Muddenhagen, Bockholz, Körbeke, Rösebeck, Daseburg, Bohnwepel und Nating. Danke, dass ihr teilgenommen habt. Allen genannten Abordnungen begrüße ich nochmal ganz freundlich und freue mich, dass ihr den Umzug so klasse mitgestaltet habt. Auch möchte ich natürlich meine Lütgeneder Schützen ganz recht herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr natürlich im Umzug teilnehmt. Und jetzt begrüße ich natürlich noch die ganzen Gäste, die den Umzug beigewohnt haben, weil ohne Gäste ist kein Fest kein Fest. Herzlich willkommen. Den Lütgenäderern möchte ich natürlich auch nochmal danken, dass so viele Haushalte über Schützenfest beflaggt sind. Ich konnte es ja gerade kontrollieren. Und danke, dass ihr unser Dorf so schön herausgeputzt habt. Falls ich noch jemanden vergessen habe, diesen Begrüßungsmarathon, kann er mich gleich in der Halle ansprechen, dann kriegt er ein Bier von mir. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein paar Worte an euch, bevor ich den Landrat das Wort übergebe. Niklas, du hast vor 2 Wochen mit Lene zusammen uns sehr positiv überrascht und erneut die Königswürde übernommen. Für ein weiteres Schützenfestjahr stehst du nun mit Lene zusammen an der Spitze des Heimatschutzvereins Lütgeneder. Deine Freunde haben dich nicht im Stich gelassen und sind dir sofort beigesprungen und unterstützen dich. Das sieht man an dem tollen Hofstaat. Jedes Jahr am 30.07. wird der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert, ein Gedenktag. Der Internationale Tag der Freundschaft wurde am 27. April 2011 durch die Volksversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen. Was ist eigentlich Freundschaft? Müssen wir Freundschaft eigentlich nicht das ganze Jahr feiern?
Schon der Wissenschaftler und Philosoph Aristoteles gab an, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Ohne Freundschaft wäre der Mensch einsam und hätte keine soziale Beziehung. Wir haben doch alle das Grundbedürfnis einer echten Freundschaft und hegen und pflegen diese. Die finden sich in allen Bereichen unseres Lebens wieder. Mit allen Bereichen, damit meine ich natürlich nicht die sozialen Netzwerke wie Facebook, WhatsApp, Instagram oder was es sonst noch gibt. Hier ist es relativ einfach und schnell unkompliziert Freunde zu finden. Bei keinem dieser Pseudo-Freunde und Bekanntschaften ist jemand da, wenn man mal Hilfe benötigt, wenn es einem schlecht geht oder man ganz einfach jemanden zum Reden braucht. Soziale Kompetenz kann man nur im wirklichen Leben, in der wirklichen Realität kennenlernen. Virtuelle Freundschaften laufen Gefahr, viel zu oberflächlich zu verlaufen. Man erlebt dort einen Freund oder Freundin nicht mehr als ganzen Menschen, sondern nur noch als ein Abbild von ihm. Eine Beziehung im realen Leben verläuft auf unglaublich vielen Kanälen, die bei der digitalen Kommunikation nur sehr eingeschränkt erlebt werden können oder gar ganz abgeschnitten werden. Ich würde sogar sagen, heute ist es ein Muss unserer Freundschaft, wichtiger denn eh und je, und man muss sie pflegen. Sie ist selten geworden und kostbar. Ein Hofstaat ist ein reeller Freundeskreis, der sich unterstützt und hilft. Und füreinander da ist. In einer Welt auf der Überholspur zwischen Arbeitsstress, Schulstress und Freizeitstress, Familien- und Verschnaufpausen, dazwischen ist auch Zeit sehr, sehr wertvoll geworden. Und Zeit ist das Wichtigste, um eine Freundschaft aufzubauen, auszubauen und zu pflegen. Ob Verbündeter, Seelenverwandter oder Vertrauter, wahre Freunde braucht jeder Mensch, um glücklich zu sein. Ich kenne ja den Freundeskreis um das Königspaar herum und kann daher sehr gut beurteilen und feststellen, das sind gute Freunde. Auch zeigt die hohe Anzahl der Gastvereine, dass wir als Heimatschutzverein Lütgeneder auch Freunde haben. Wir als Vorstand vom Heimatschutzverein Lütgeneder und auch jedem Schützen sollte es am Herzen liegen, diese Freundschaften und Vereine untereinander zu erhalten. Wir Vereine spüren ja schon seit Jahren vor Corona, dass den Schützenfesten immer weniger Anklang zu finden ist. Unsere Gegenwart wird immer schneller und hektischer wahrgenommen. Wir haben kaum noch Zeit, unseren geregelten Alltag zu erleben. Merken wir eigentlich, dass unsere Beziehungen, unsere Freundschaften darunter massiv leiden können? Gerade die Vereine im Ort bekommen immer mehr Probleme, da nur noch weniger ein Ehrenamt bekleiden möchten. Viele Leute verschwinden in eine Anonymität. Die Corona-Pandemie hat das in den letzten 2 Jahren noch bestärkt. Ja, wir Lütgeneder haben auch einen Preis bekommen. Unser Dorf hat Zukunft, heißt dieser. Wir haben der Auswahljury unser Dorf gezeigt und erläutert, was Lütgeneder ausmacht. Aber die Zukunft kann und wird nur mit uns Lütgenedern möglich sein. Freundschaften sind doch dafür da, dass man sich zusammenrauft, viele Dinge zusammen unternimmt und immer ein Ohr für den anderen hat. Ohne Freundschaften ist keine harmonische und langfristige Zusammenarbeit miteinander möglich. Ich sehe es genauso wie die Jury. Lütgeneder hat Zukunft. Zukunft ist zwar nur mit frischem, jungem Gedankengut möglich. Ich bin guter Dinge, dass wir das in Lütgeneder umsetzen und hinbekommen. Und so unser Dorf zukunftstauglich machen. Jetzt zum Schluss meiner Worte wünsche ich noch allen ein super Schützenfestjahr 2022 hier in Lütgeneder. Und ich hoffe, ihr findet neue Freunde oder ihr vertieft alte Freundschaften. Lütgenederer machen es jedem sehr einfach, mit uns Freundschaft zu schließen. Probiert es einfach aus. Vielen Dank. Michael Stickel, die Festansprache zu. Sehr verehrte Majestäten und Mitglieder des Hofstaats, liebe Schützenbrüder, sehr geehrter Herr Oberst Nolte, lieber Elmar, sehr geehrter Vorsitzender Thomas, lieber Ulrich, liebe Musikerinnen und Musiker, lieber stellvertretender Bürgermeister aus Borgentreich, Herr Eikenberg, ich glaube, lieber Elmar, der bekommt das erste Bier von dir. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste und der Ortsvorsteher Peter Wille ist sicher auch da. Jawohl, Peter, herzlich willkommen. Zu Ihrem Jubiläumsschützenfest überbringe ich Ihnen allen die herzlichsten Grüße und alle guten Wünsche und Glückwünsche von Kreistag und Verwaltung des Kreises Höxter. Ein ganz besonderer Gruß gilt den amtierenden Majestäten Niklas Stickeln und Lene Nolte mitsamt dem königlichen Hofstaat.
Ich habe mich sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren, über die Einladung zum heutigen Schützenfest gefreut und natürlich auch über die Gelegenheit, einige persönliche Worte an euch, liebe Schützenbrüder, und an Sie, liebe Gäste, richten zu können. Denn schließlich habe ich zu Lütgeneder persönlich eine ganz besondere Beziehung. Durch familiäre Verbindungen kenne ich das Dorf und die Menschen hier seit frühester Kindheit. Hier durfte ich viele unvergessliche und auch unbeschwerte Momente verbringen. Auch an das Schützenfest in der Weißholzhalle im Kreise vieler Freundinnen und Freunde habe ich sehr viele wunderschöne Erinnerungen. Neben dem Dössler Schützenfest, dem Schützenfest in meinem Heimatort, war das für mich stets einer der schönsten Termine im Jahr. Doch irgendwann, so ist das leider im Leben, nehmen die Termine überhand und dann fehlt einfach die Zeit. Umso glücklicher bin ich, heute hier sein zu können. Und so werde ich gleich nach diesem offiziellen Teil den Anzug gegen die Uniform des Musikvereins Dössel tauschen, um mich in die Reihen meiner Musikfreundinnen und Freunde zu begeben und Musik zu machen. Das ist mein persönliches Geschenk zum 200-jährigen Bestehen des Heimatschutzvereins Lütgeneder. Und ob das auch ein Geschenk für die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins ist, das müssen die nachher selber beurteilen. Danke, dass ihr, liebe Schützenbrüder, dazu die Gelegenheit gebt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schützenbrüder, angesichts der vor und hinter euch liegenden fröhlichen, aber ganz sicher auch sehr anstrengenden Stunden verspreche ich euch Schützenhilfe. Ich werde mich für einen Festredner recht kurz fassen. Ja, meine liebe Schützenbrüder, nicht von ungefähr kennt jeder von uns den sprichwörtlichen Begriff Schützenhilfe. Schützen haben sich seit eh und je kameradschaftlich, fair und hilfsbereit für Leib und Leben, Hab und Gut ihrer Nachbarn und für das allgemeine Wohl eingesetzt. In der Chronik des Heimatschutzvereins Lütgeneder steht geschrieben, Schütze sein heißt ein anständiger Mensch sein. Und ich möchte ergänzen, das heißt es noch immer. Eine Tradition, die, wie es ihre Chronik belegt, seit 1821 hier in Lütgeneder lebendig und jung geblieben ist, hat sich bewährt und geht damit auch mit der Zeit. Sie belegt damit die Aussage Karl Friedrich von Weizsäckers, Tradition ist bewahrter Fortschritt, Fortschritt ist weitergeführte Tradition. Schützen erfüllen die ihnen angestammte Aufgabe des Heimatschutzes auch heute noch. Zwar auf andere Weise, aber ganz sicher nicht weniger verdienstvoll als früher. Die Schützen- und Heimatschutzvereine sind heute eine lebendige Bürgerinitiative, die sich um wirklich vieles kümmert. Das Äußere des Dorfes ebenso wie auch um sein Innenleben, also das menschliche Miteinander. Das zeigt sich hier in Lütgeneder ganz fabelhaft. Und so kommt es nicht von ungefähr, der Oberst hat es eben auch angesprochen, dass der Ort in diesem Jahr den Kreiswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft gewonnen hat. Der Heimatschutzverein hat daran einen großen Anteil. Der kameradschaftliche Zusammenschluss von Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung, von jung und alt, wirkt hinein in das gesellschaftliche Leben, formt das kulturelle Geschehen und fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Das macht Lütgeneder und unseren Kreis Höxter insgesamt so wunderbar lebens- und liebenswert. Doch zum Heimatschutz gehört nicht nur das Engagement im Hier und Jetzt. Unsere Schützenvereine halten auch die Erinnerung an die Vergangenheit wach. Sie gedenken, wie wir alle gleich hier gemeinsam, den Gefallenen und verstorbenen Kameraden und den Opfern der Kriege und des nationalsozialistischen Terrors. Sie nehmen damit die Verstorbenen auf in die Reihen der Lebenden. Und mit der Erinnerung an die Schrecken des Krieges sind sie wichtige Mahner des Friedens. Eine Aufgabe, die gerade heute, wo wieder Krieg herrscht in Europa, wichtiger kaum sein könnte. Auch dafür danke ich euch von Herzen, liebe Schützenbrüder. Um mein Versprechen der Schützenhilfe vom Beginn meiner Ausführungen zu halten, möchte ich an dieser Stelle nur noch auf einen wichtigen Aspekt der Schützenhistorie von Lütgeneder eingehen. Eigentlich hätte dieses Jubiläumsfest bereits im vergangenen Jahr stattfinden können, im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Doch wie so vieles musste der Termin aufgrund der Corona-Pandemie aufgeschoben werden. Ich danke allen Verantwortlichen des Heimatschutzvereins Lütgeneder von ganzem Herzen, dass sie die bekannte Redensart wörtlich genommen haben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Und so feiern wir in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen des Vereins. Eigentlich müsste man sagen, das mindestens 200-jährige Bestehen. Denn schließlich können wir davon ausgehen, dass der Heimatschutzverein deutlich älter ist, wahrscheinlich mindestens doppelt so alt. Das heißt, schon vor rund 400 Jahren muss es eine Schützengemeinschaft in Lütgeneder bestanden haben. Der Anlass zu den Gründungen der Schützenbruderschaften war das Bedürfnis, sich in den unruhigen Zeiten des Mittelalters zusammenzuschließen, um im Falle der Not Gut und Leben, Heimat und Kirche gegen mordernde und plündernde Banden zu schützen. Unter der Herrschaft von Napoleon wurden die Schützenbruderschaften verboten und so kam es dann eben auch hier in Lütgeneder zur Neugründung im Jahre 1821. Liebe Gäste, egal ob 200 oder 400 Jahre, wenn eine Idee auch nach so langer Zeit die Menschen immer noch bewegt, dann muss sie etwas ganz Besonderes sein. Dann muss sie etwas haben, was den Nerv der Menschen trifft und was so wertvoll ist, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Im Falle des Heimatschutzvereins Lütgeneder ist dies gewiss und dieses gewisse Etwas sicherlich die Geselligkeit, die Liebe zur Heimat und der Wunsch, das Dorfleben aktiv zu gestalten. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist moderner Heimatschutz. Dieses prächtige Jubiläumsschützenfest mit den zahlreichen Gästen aus den umliegenden Ortschaften stellt wieder einmal unter Beweis, welche Bedeutung die Schützen in unserem Kulturlandkreis Höxter haben. Möge dieses Fest dazu beitragen, bestehende Bindungen innerhalb des Heimatschutzvereins Lütgeneder, aber auch in der Dorfgemeinschaft Lütgeneders und darüber hinaus zu festigen und neue zu knüpfen. Möge es dazu beitragen, bei allen Bürgern die Liebe zur Heimat zu vertiefen und den Gemeinschaftssinn zu fördern. Möge es vor allem dazu beitragen, dass den jungen Menschen das Gespür für den Wert dörflicher Lebensformen und dörflicher Kultur nicht verloren geht. Und nirgendwo kommt diese Verbundenheit der Generationen besser und auch fröhlicher zum Ausdruck als beim Schützenfest, zu dessen Gelingen viele fleißige Hände beigetragen haben, denen ich ganz besonders danke. Sie haben Ihrem Heimatschutzverein ein wunderbares, ein wahrlich würdiges Geburtstagsfest geschenkt. Ein schöner Sinnspruch, meine sehr geehrten Damen und Herren, lautet: Schau nicht nur auf dich selbst, wenn du dein Glück finden willst, geh zusammen mit anderen auf die Suche. Dazu möchte ich alle Schützen, alle Bürgerinnen und Bürger und alle Gäste aus nah und fern bei diesem Schützenfest hier in Lütgeneder aufrufen. Ich wünsche Ihnen allen fröhliche, harmonische, unbeschwerte Stunden der Geselligkeit und dem Heimatschutzverein Lütgeneder eine weiterhin so gute, so starke Zukunft und Gottes Segen. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, und zu so einem stolzen Jubiläum möchte ich natürlich auch eine Urkunde überreichen. Lieber Elmar, ich glaube, ich darf sie dir überreichen. 200 Jahre Heimatschutzverein Lütgeneder e.V. Zum Schutz und Nutzen des Ortes und seiner Menschen 1821 gegründet, hat der Heimatschutzverein Lütgeneder 2021 seit 200 Jahren treu der Dorfgemeinschaft gedient. Dafür spreche ich Dank und Anerkennung aus. Kleine große Urkunde und eine kleine Spende zur Stärkung der Kameradschaft. Vielen Dank. Ja, danke Michael für die Worte und für das Geschenk natürlich. Nun möchten wir zu Ehren unserer gefallenen Schützenkameraden einen Kranz am Ehrenmal niederlegen. Schützen fertig werden. Schützen stillgestanden. Das Gewehr über. Fahnen, Kranzträger und Vorstand vortreten.
zur Kranzniederlegung. Achtung, präsentiert das Gewehr. Die Augen links. Augen gerade aus. Das Gewehr über. Fahnenkranzträger und Vorstand zurücktreten. Bataillon rechts um. Bataillon im Gleichschritt, Marsch! Thank you.
Ich bin das Wasser.
Ich habe jetzt schon.